dunkle Zeiten für LG. Im positiven Sinne. Und zwar mit LGs OLED-Displays. Dieses Jahr sind die OLEDs eigentlich nur in einem speziellen Aufbau dargestellt, also nicht freistehend, sondern wirklich nur in diesem etwas dunkleren Bereich. Aber wir können es natürlich trotzdem, wollen wir hier nochmal sehen, was LG alles zu bieten hat. Natürlich ist ein OLED besonders blickwinkelstabil, egal wie weit ich mit der Kamera oder hier von der Seite auf das Display schaue. Der Kontrast verändert sich nicht, die Farbdarstellung verändert sich nicht, vor allem bei den flachen Geräten. Wirklich klasse. Leider haben die jetzt hier auch nicht die ganzen Bezeichnungen der Modelle stehen. Aber hier sieht man schon, dass wirklich ein Schwarz ist, ja auch ein wirkliches Schwarz, nicht kein gräuliches oder kein Grau wie bei den LED-Displays. Haben sie hier natürlich immer schön. Auch bei, wobei hier, entweder war das jetzt beabsichtigt, bei Perfect Black. Aber ich habe mir zum Beispiel, da war jetzt, sehr interessant, da war jetzt doch ein Schein außerhalb zu sehen, auch jetzt hier. Also hier hat man ein leichtes Nachleuchten. Also so, zumindest hier bei diesem Modell. Das ist der, das müsste der, das weiß ich jetzt gar nicht. Schauen wir mal schnell. Das müsste der EG 9600 sein, wo auch ausgezeichnet wurde für das beste Produkt 2015-2016 im Bereich Heimkino-TV. Okay, da ist ein bisschen, hier ist das Bild, okay, kann vielleicht auch am Bild gelegen haben, hier ist das Bild dann wieder etwas besser. Hier hat man kein Nachleuchten. Die Farbwiedergabe mit den Nano-Colors soll brillante Farben, soll natürliche Farben geben. In dieser Demo vielleicht jetzt nicht gerade so natürlich, aber schauen wir mal, was wir hier noch kriegen. Hier oben hat der Hinweis, HDR ist now off. Das bedeutet, dass hier auch HDR-kompatible oder HDR-Videostreams teilweise gespielt werden. Nein, das hier ist der 9600. Und hier die Demo. Sieht jetzt aus, als würde es strahlen, tut es aber überhaupt nicht. Man sieht es an den einzelnen Strängen hier, links und rechts, überhaupt kein Nachleuchten. Auch hier der Rand des Blattes und sowas ist dann schon sehr cool. Natürlich, wie fast auf jedem Stand, gibt es hier natürlich einen Vergleich von HDR mit und ohne HDR. Dabei kann man wahrscheinlich ausgehen, dass der rechte Bildschirm wieder mehr als schlecht eingestellt wurde. Dementsprechend die OLED-Technik natürlich als klarer Winner hervor. So, gehen wir mal eins weiter. Oh. Ja, hier ist leider der Eingang Nord der Messe, dementsprechend extrem viel los hier immer. Hier haben wir dann die IPS-Displays. Auch hier, im Gegensatz zu einer normalen LCD, immer noch sehr gut und sehr blickwinkelstabil. Obwohl hier, da der Rest des Aufbaus hier sehr hell ist, hat man leider doch immer wieder diese Spiegelung drin. Aber hier bei den unteren kann man zum Beispiel sehen, fast keine Spiegelung und auch von extremen Winkeln kann man auch echt gut die Farben erkennen. Der Kontrast verändert sich nicht so extrem wie bei den normalen LCDs. Da haben wir noch.
haben wir hier die neuen LG Super UHD TVs auf IPS-Technik. Was ist Super Ultra HD? Das ist quasi ein Zusammenschluss von verschiedenen Technologien. Natürlich erstmal ein IPS-Panel wird hergenommen. Es muss ein guter PK-Upscaler drin sein, der natürlich die Kanten glättet, die Farbe entsprechend nochmal korrigiert. Das IPS-Display hier oben war nochmal eine Demo, ist wie schon gerade gesehen sehr Blickwinkel stabil. Hier schwarz mit Ultra Luminance. Hier der Vergleich der konventionelle und der Ultra Luminance. Links verwaschen, rechts war es richtig schön farbig. Und auch der Kontrast oder Schwarz wirkt sehr gut. Und hier, was eigentlich für die Farben verantwortlich ist, welche die Farben wirklich natürlich strahlen lassen, ist dann dieses Color Prime Nano Display, welches eigentlich der Quantum Dot Technologie nahe kommt, erweitert den Farbraum und alles zusammen gibt dann quasi die Super UHD TV Technik. Was zum Angeben hat LG auch dabei, und zwar hier ein 8K SUHD TV Fernseher mit IPS Display. Ja, hier werden aber in einer Demo meistens Bilder gezeigt. Schauen wir mal, ob wir auch Bewegbilder bekommen. Was ich hier auch natürlich nicht marktreif, aber hier kann man sehen, die Bohnen. Die Details sind hier echt extremst. Die andere Seite. Hier gibt es noch eine schöne Demo, eine schöne 3D-Demonstration. Und diese ist wirklich auch empfehlenswert. Die habe ich vorhin auch schon ausprobiert und wirklich die 3D-Wiedergabe war echt gut, muss man sagen. Und auch so Ghosting-Effekte, wie zum Beispiel, da gab es eine Demonstration mit, kann man natürlich jetzt auf der Kamera nicht sehen, gab es eine Demonstration im Weltraum und eine Sauerstoffversorgung, wo zum Astronauten hinging. Das war so ein längeres Kabel. Das hat eigentlich fast keinen Ghosting-Effekt gehabt. Wirklich nur so bei ganz feinen Linien kann man vielleicht so ein bisschen Ghosting erahnen, aber ansonsten wirklich 1A Klasse, bei dir auch einzelne Partikel, kein Problem. Da geht es auch noch weiter und zwar. Ach, genau. Hier haben wir Beambird und auch, was wir hier. Verschiedene Streaming-Services, welche von LG unterstützt werden. Filmbox Live. Eevee, Öko, Walkie TV, YouTube Streaming wird unterstützt, da der neue VP9 Decoder auch integriert ist. Natürlich Amazon Video, große Kooperation, HDR Streaming über Amazon Prime, funktioniert auch auf LG-Geräten. Und wenn es zu Amazon, Netflix auch nötig. Hier gerade jemand, der sich durch das WebOS 2.0 System kämpft aktuell. Hier gibt es natürlich diese kleinen Beambirds, wo dann quasi einen durch das Menü führen oder dann auch neue Menüs oder noch nie geöffnete Applikationen Menüs öffnen. Und hier noch einmal gezeigt, was das WebOS-System so interessant und einfach macht. Hier die Lieblingschannels, wo quasi unten in der Leiste auch abgelegt werden können. Einfach quasi nehmen, nach unten die Leiste ziehen und hier kann man dann diese einzelnen Channels kann man dann direkt wechseln. Das WebOS 2.0 Update gibt es ja auch für die 2014er
Geräte jetzt umsonst. Das soll ja jetzt Ende September dann quasi kommen. Und hier sieht man zum Beispiel, geht man auf weitere und da sind dann alle interessanten Apps oder abgelegten Apps dann vorhanden und auch die, wo am meisten genutzt wurden. Auf der anderen Seite sehen wir nochmal das Gleiche. Dann haben wir, ach ja, vielleicht, das ist, kannst du das mal zeigen? Ja, klar. Was Besonderes? Genau. Hier haben wir zum Beispiel zwei Screens auf einem Screen anzeigen lassen. Das wird der Kollege jetzt mal kurz vorführen. Geht da einmal hier auf HDMI-Eingang, da kommt wahrscheinlich das Blu-ray zum Beispiel. Und hier nimmt er noch einfach Multiview, wählt tolle Kochshow aus oder was auch immer das ist. Nein, ARD-Buffet und kann sie nebeneinander anschauen. Kann aber auch einen von den Streams groß machen. Hier ist jetzt der Multi-Stream, hier ist jetzt rausgegangen. Und hier kann man ihn zum Beispiel auch klein anzeigen, oder dann? Genau, ich kann auch hier einfach rausziehen und dann innerhalb des Bildes kann man den Stream einfach verschieben. Oben links, wenn man zum Beispiel die aktuellen Börsenkurse verfolgen will, aber währenddessen nicht vom TV-Programm irgendwie abgelenkt werden will. Sehr interessantes Feature. Vielen Dank fürs Vorführen. Wir gehen auf die nächste Seite. Hier ist nochmal das Gleiche. Und natürlich Content, 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 welcher bei NG auch gegeben ist, wie man vorne auf der Seite schon gesehen hat. Also Content Store ist was Spezielles noch von NG dann quasi. Das zeigt mir der Kollege jetzt kurz, den Entertainment in Edge. Ah, okay. Kannst du ja deine Filme runterladen, über die Filme, Apps, Games, etc. Okay, also eine breite Auswahl auf den LG-Geräten, Apps, Games, Filme, Serien, diverse. Ja. Und dann kommt ja die Apps hier unten raus. Und können dann quasi hier auch im Menü quasi direkt abgelegt und wiedergegeben werden. Einfacher geht's nicht, einfacher sollte es auch nicht sein. Vielen Dank. Kein Problem. Und somit sind wir fast am Ende. Wieso schwarz? Nur weil das perfekte Schwarz die perfekten Farben auch zum Strahlen bringen kann. Ja, LG im alles im Namen von OLED und auch von LG Display, die Pressekonferenz. Sehr eindrucksvoll, was für einen langen Weg eigentlich auch LG auf sich genommen hat und dann wirklich solche Bilder mit solchen extremen Kontrasten und perfekten Schwarzwerten zu wiedergeben zu können. Natürlich mit Demonstrationen aus direkt von der ISS. Ja, da ist halt das Weltall ist halt schwarz und dann bleibt es auch schwarz. Mit den Bildern verabschieden wir uns und mehr Informationen auf 4kfilme.de und 4kfernseher.de.